schon gerade sagen, irgendwas stimmt da hier nicht. So, okay. Repariere die Energieleitungen. Wovon. Wo, was? Wo, wie? Da, okay. Nee, doch. Das ist ja auch von Ingri, also alles kein Thema. Und hier gibt es natürlich noch eine Eine Nebenmission. Von Fess. Burbach. Wer auch immer das ist. Wir werden es gleich erfahren. Oh, guck mal, der hat schon. Ja. Kira Wilson. Kira Carson natürlich. Jedi, danke, dass ihr gekommen seid. Ich bin Fess Burbach, Wissenschaftsnotar der Republik und planetarischer Berater des Galaktischen Senats. Hab ich mir mein gedacht. Mein aktuelles Projekt könnte die Geschichte verändern. Wenn meine Theorie stimmt, werde ich der berühmteste Wissenschaftler aller Zeiten. Stellt euch das vor. Wir wissen alle, dass die imperiale Bombardierung von Coruscant die Infrastruktur ins Chaos gestürzt hat. Aber was wäre, wenn selbst der Planetenkern betroffen wäre? Gewagte These. Gäbe es einen Weg, um den Schaden zu reparieren? Vielleicht je nach Ausmaß. Aber wahrscheinlich müsste der Planet evakuiert werden. Ich brauche unbedingt seismische Messungen von den unteren Ebenen. Speziell aus dem Hüttenstadtsektor. Im Geiste der Wissenschaft und für die Sicherheit der Republik müsst ihr diese wichtige Mission für mich erfüllen. Wenn ihr meine Theorie beweisen könnt, wird der Senat mir großzügige Mittel für weitere Forschungen gewähren und ich werde euch eine großzügige Belohnung zuteilwerden lassen. Mit einem verschmitzten Grinsen sagt er uns das. Und wenn eure Theorie nicht korrekt ist, was passiert dann? Natürlich werde ich trotzdem zahlen, aber eure Kompensation wird deutlich geringer ausfallen. Ihr müsst Problem? Nur den Burba-Seismikmesser nehmen. Meine eigene Erfindung, versteht sich. Und natürlich. In der Hüttenstadt einsetzen. Der Messer ist ebenso präzise wie benutzerfreundlich. Die Herausforderung liegt allein in der Reise, nicht in der Wissenschaft. Ja, ist ja klar, ne? Also man weiß ja, der Weg ist das Ziel natürlich nicht, sondern die Reise zu dem Ziel, also quasi der Weg, der ist das Ziel. Ne? Mal ein bisschen hier Weisheit gedroppt. Wisst ihr Bescheid. So, dann gehen wir mal in die Hüttenstadt und da erwarten uns jetzt viele tolle Sachen. Nebenmissionen und Hauptmissionen und überhaupt solche Geschichten und noch mehr Nebenmissionen. Weil, warum nicht? Ehre sei dem Apparat. Willkommen in den geweihten Gängen der großen Hüttenstadt. Hi. Ich bin Osuris, der Chefingenieur. Ich diene den großen Maschinen, den wahren Herrschern von Coruscant. Hallo? Nee, das ist nicht gut. Ich hatte mich schon gefragt, wo die wahren Herrscher Coruscant sind. Nun, wenn ihr noch etwas weiter reist, werdet ihr sie selbst sehen. Echt? Diese Maschinen sind die lebenswichtigen Organe des Planeten. Biologische wie wir sind bloß Parasiten, abhängig von der unendlichen Energie der Großen. Doch Zwietracht herrscht zwischen den edlen Meistern. Die Stationären gewähren den biologischen Unterhalt, doch die Mobilen wollen unsere Art vernichten. Na, das geht aber nicht. Was sind Stationäre und Mobile? Die Stationären sind industrielle Giganten, Schöpfer. Die Mobilen, einige nennen sie Droiden, sind Arbeiter. Ihr müsst verstehen, einer der Stationären, Thermoschub, erleidet große Schmerzen. Er schmilzt, doch die Mobilen lassen mich ihm nicht helfen. Wenn er stirbt, sterben tausende Biologische an der Oberfläche mit ihm. Seine Energie wird freigesetzt. Meint ihr eine Art Explosion? Ein Strahlungsleck? Beides. Thermoschub stirbt einen zornigen Tod. Ihr seid auch nur biologisch, aber könntet ihr mir vielleicht helfen, Thermoschub zu retten? Ihr müsstet die Kontrollventile an seinem Stahlskelett lösen. Tut das und alles rückt wieder ins Lot. Was immer ich tun kann, um den Frieden hier wiederherzustellen. Es wird die Mobilen nicht besänftigen, aber es wird schrecklichen Schaden verhindern. Thermoschub lebt tiefer in der Hüttenstadt.
Ihr werdet ihn gleich erkennen. Er ist ein atemberaubender Anblick. Okay, alles klar. Machen wir. Leider wird mir die gerade nicht angezeigt. Gut, dann machen wir mal Folgendes. Wir gehen mal kurz in unseren Log und machen mal... Die weg. Und wir machen auch mal eben... Wo ist sie denn jetzt hin? Sie ist weg. Da. Gehen wir auch weg. Dann wird mir nämlich die wieder angezeigt. Und die eine zusätzliche Mission ist jetzt... die. Haha! So. Machen wir die nämlich erstmal alle weg. Dann können wir die jetzt nämlich hier ganz einfach machen. Gucken wir mal ganz kurz hier in unserem Briefkasten. Stufe 17. Ästhetikberater Ktorna. Herstellung von Dekoration. Ich wende mich aufgrund eures kürzlichen Erwerbs einer Festung an euch und kann euch ein paar hoffentlich nützliche Tipps geben, um eigene Dekorationsgegenstände herzustellen. Habt ihr schon von den Verarbeitungsdruiden gehört? Sie sind in der Lage, schnell und einfach schicke Dekorationsgegenstände aus bereitgestellten Fertigteilen herzustellen. Achso, das sind die. Oder? Keine Ahnung. Es gibt zwei grundlegende Arten von Fertigteilen. Synthetische und industrielle. Synthetische Fertigteile können von jedem hergestellt werden, der sich in der Synth-Fertigung, Biochemie und Kunstfertigkeit auskennt. Während Rüstungsbauer, Waffenbauer und Cybertechniker Industriefertigteile produzieren können. Alles, was ihr braucht, ist der entsprechende Plan, den ihr von einem Crew-Fähigkeiten-Ausbilder erlernen könnt. Und die erforderliche Menge an Handwerksmaterialien. Ihr könnt die einfachen synthetischen Fertigteile und Industriefertigteile auch miteinander kombinieren, um ein Universalfertigteil zu erhalten. Viele Dekorationsgegenstände erfordern ein Universalfertigteil, also ist es eine gute Idee, einen anderen Handwerker aufzusuchen, um die Teile herzustellen, die ihr nicht selbst machen könnt. Ich habe mir die Freiheit genommen und euch ein paar Verarbeiter-Droiden geschickt, damit ihr gleich loslegen könnt. Fröhliches Schaffen! Alles klar, und wir haben natürlich hier schon mal ein Fertigteil. Natürlich, ja klar. Vorgang abgebrochen, Mail-Server-Fehler, ach, leg mich am Arsch. So, und natürlich ein bisschen Geld. Flottenadmiral Ego, planetarische Eroberung. Hä? Hier ist Flottenadmiral Ego. Ich melde mich aus dem Kuhart-System. Wie ich hörte, habt ihr euch eine Festung zugelegt. Das ist gut. Je mehr ihr euren Besitz ausbaut, desto besser. Sieht die Festung vor allem als eure Machtbasis innerhalb der Republik. Je mehr ihr sie erweitert und ausbaut, desto gewichtiger werden eure Beiträge, während wir in planetarischen Eroberungsfeldzügen gegen den Feind kämpfen. Eure Eroberungsziele ändern sich regelmäßig, genau wie die Belohnungen. Also... Behaltet die Meldungen in eurem offiziellen Missionslogbuch im Auge und kämpft weiter für unsere gerechte Sache. Baven Igo, erster Flottenadmiral. Okay. Alles klar. So, machen wir erstmal auf. Dann machen wir, ach, wir machen alles nehmen. So, dann machen wir zack, dann machen wir zack, dann machen wir zack. Was ist das hier? Rubat Kristallformation, zack, zack und zack. So. Dann kriegen wir nämlich immer schön Prestige dazu. Okay. Und weiter geht's. So, erstmal kurz auf die Map gucken. Ach, guck mal, wir kommen an allem vorbei. Das ist ja nice, ne? Das ist ja wohl nice. Also, ich meine, das ist ja wohl super nice. Oder wie? So, na gut. Dann geht's hier mal runter. So, hier weiß ich auch nicht, ob wir jetzt vielleicht... Wo schießen die denn drauf? Boah, diese Kiste, ey. Diese Kiste. Die ist wahrscheinlich der Imperator höchstpersönlich. Da kann ich es natürlich verstehen, dass sie drauf schießen. Also alles andere wäre auch Quatsch. So, hier müssen wir jetzt erstmal gucken, wo wir hin müssen. Weil hier geht es oben lang, unten lang. Überall geht es hier einfach nur lang. Und wir haben natürlich keine Ahnung, wo oben und unten ist. So, machen wir mal zack. Und machen wir mal zack. Und hauen ihn hier platt. Und ihn am besten auch. Das wäre eine super Sache. Denn es gibt wieder natürlich Bonussachen. Und das ist nur Teil 1. Wir haben noch ein paar mehr. 20 Feinde. Wahrscheinlich der letzte ist wieder dann so ein Boss besiegen. Aber das ist ja kein Thema. Das kriegen wir doch alles hin. Ah, guck mal. Hier ist das erste Ding gleich. Nice. Ach, hier ist es ja.
Ich würde sagen, die ist kaputt. Könnte mich jetzt aber auch irren. Tschüss. Seismische Aktivität wird gemessen. Bitte warten. Wo genau verstauen wir dieses Ding? Ich glaube, die Antwort möchte ich gar nicht wissen. So, warum sind denn hier schon alle tot, ey? Das kann doch nicht sein. Ich muss sie doch auch besiegen. Mann. Sonst komme ich nicht auf meine 20. Das wäre ein bisschen blöd. So, das haben wir dann wieder da oben. Ist klar. Okay. Oh! Hi! So. Down with the enemies. Okay, dann machen wir das Ding erstmal wieder ganz, würde ich sagen. Achso, ich dachte, wir haben da gerade eine Bombe reingeschmissen, aber alles gut. Oh. Hallöchen. Na, wie geht's euch, meine Freunde? So, geh mal weg. Und geh weg. Die zählen leider nicht dazu, weil das geht hier, glaube ich, echt nur um die Druiden. Und nicht um anderes Kroppzeug, was hier rumkreucht und fleucht. Hier sind noch ein paar Druiden. Denen können wir meinetwegen noch ein bisschen was auf die Fresse geben. So, der ist down. Besonders viel ausgehalten. Geht das eigentlich auch bei denen? Komischerweise ja. Ich weiß aber nicht warum. So. Nur bei 10, sehr schön. So, wo muss ich denn jetzt lang? Das ist nämlich immer so eine gute Frage. Achso, das ist dafür, okay. Gut, jetzt gehen wir mal da lang, oder? Ja. Jetzt gehen wir hier lang. Greift der Lutscher mich an, ist der blöd. Halt! Ich bin auch. Da. Leider haben die nicht für mich gezählt, da vorher ein anderer den schon angegriffen hat. Finde ich ein bisschen kaka. Aber na gut, hier eine Nebenmission. Aha. Sie stehlen sie. Bitte. Ihr müsst sie aufhalten. Ne. Muss ich gar nicht. Was ist geschehen? Wir hatten eine Mission. Waren auf dem Weg zum Jedi-Tempel. Hinterhalt! Imperialer Abschaum. Sie dürfen sie nicht bekommen. Was dürfen sie nicht bekommen? Was wollten sie? Astrogationskarten. Streng geheim. General sagt, von größter Wichtigkeit. Die Imperialen wissen davon. Sie dürfen die Karten nicht bekommen. Vielleicht kann ich dabei behilflich sein. Im alten Jedi-Tempel. Ganz oben. Eine versiegelte Truhe in den Gemächern des Rates. Dort sind die Karten. Ich mache mich dorthin auf den Weg. Später. Die Karten. Bringt sie zu General Venden. Senatsgebäude. Tut es. Für die Republik. For the Republic. Beim Republic. For the Republic. So, was haben wir hier? Geht's da lang? Geht's hier auch irgendwie. Ach so, ach scheiße. Ja, naja, gut. Egal, das Gebiet ist ja relativ groß. Da hinten. Nee, keine Gegner. Okay. Und dann geht's mal weiter. Ich will auch so ein Ding haben. Ja, 3 Level noch, das schaffen wir. Spätestens auf Taris haben wir das auch. Wir besiegen ihn natürlich, weil. Müssen wir ja. Gut, der eine Mensch, der bringt mir natürlich jetzt eher weniger was.
Was war das denn? Cheater. Fucking Cheater. Warum zählen die denn alle nicht mehr? Willst du mich verarschen? Ich bin doch aber noch in dem Gebiet, oder nicht? Nee, bin ich gar nicht. Doch, bin ich wohl. Aber irgendwie zählen die nicht. Ja, aber das ist doch blöd. Das ist richtig, richtig blöd. Die zählen alle nicht. Ah, oder? Das ist gerade so voll der Anzeige. Lag. Ich hab keine Ahnung, ganz ehrlich, ne? Oh, wer ist er denn? Schwerfälliger Oton. Na gut, ich würde sagen, besiegen wir ihn einfach so, weil wir es können. Hoffe ich. Zumindest. So, das ist ja ein Bossgegner, das heißt, bei dem bringen diese ganzen Sachen eher weniger, aber ein bisschen immerhin. So, ja. Ich würde sagen. Ja, komm, das machen wir auf, damit wir ein bisschen stärker sind. La. Und er ist besiegt. Danke für die Credits. Haben wir hier noch? Ne, die bringen mir ja nichts. Das ist doch blöd, ey. Ohne Spaß. Das ist richtig dumm, ne? So, wo muss ich jetzt lang? Ne, Moment. Halt, stopp. Ich muss doch da lang. Ich muss die also doch besiegen, weil da muss ich jetzt nochmal hin. Da muss ich was machen. Mich nervt es echt ein bisschen, dass ich die Droid nicht, dass sie mir nichts bringen. Das finde ich ein bisschen komisch. Boah, du, Alter. Alter, hast du dich gut versteckt. Meine Güte, ey. Flipp ich ja aus bei deinen Skills. Ja. Unfucking believable. Da ist da hinten doch was. Nee, ach, da ist ein. Ah. Und da geht's noch weiter. Hä, wo geht's denn da jetzt hin? Aha, oh, da geht's hier runter, alles klar. Ja gut, dann könnte ich ja erstmal hier runter gehen, dann aber hier geht's weiter, ne? Ja, keine Ahnung, ist ja wurscht. Erstmal den hier gucken und dann können wir da runter gehen. Oder nee, dann gehen wir wieder hoch und dann ist gut, würde ich sagen, ne? Ich hab schon wieder eine Nachricht. Ja, mach du mal wieder deine seismischen Aktivitäten. Wir überspringen das mal, weil da passiert ja nichts. Außer, dass er da lang fliegt und sagt, ich überprüfe. Moment. Achso, das war für. Das ist ja für eine andere Mission, alles klar. Alles klar. So. Schauen wir uns hier mal. Ach, jetzt kommen diese stinkenden Kackviecher wieder, oder was? So. Okay. Halt mich ja schon zurück. Da, hier geht's doch nicht weiter. Ich dachte, hier geht's weiter. So, da kann ich eh nicht lang. Das heißt, wir gehen natürlich hier lang, weil da haben wir noch ein Ding zum Reparieren. Dann reparieren wir das mal eben. So, 2 von 3 und dann gehen wir da hin. Ne, Moment. Ach so, hier ist das Taxi oder was? Ja, das ist ja nice, ne? Gut, dann gehen wir da eben auch schnell hin, damit wir das Taxi auch gefunden haben. Ah. Das ist ja interessant. So, erstmal kurz hier gucken. Gildenflaggschiffe. Hallo, es ist mir eine Ehre, euch schreiben zu dürfen. Flottenadmiral Aego hat mich gebeten, seine vorherige Nachricht um ein paar wichtige Informationen zu ergänzen. Im Rahmen unseres Betreibens, unsere Vorherrschaft durch planetarische Eroberungen zu sichern, wurden Gilden in der ganzen Galaxis autorisiert, ein Flaggschiff bei der Republik zu registrieren. Gildenflaggschiffe verstärken die Beiträge der planetarischen Eroberung für planetarische Eroberungen und ermöglichen eure Gilden verschiedene Vorteile, darunter die Ressourcenteilung und Schnelltransporte zur Position anderer Gildenmitglieder. Das ist cool. Falls ihr noch keiner Gilde beigetreten seid, empfehle ich euch, das nachzuholen. Und wenn ihr bereits Teil einer Gilde seid, ihr aber noch kein Flaggschiff habt, hoffen wir, dass ihr zusammen auf eines hinarbeitet. Captain Winnie Daruga. Ach, hier Mail-Server am Arsch.